Weiter geht heute mit dem nächsten Spiel. Nächster Gegner ist Manchester United. Und dann hoffentlich haben wir ein bisschen Luft wieder mal. Also zwei Sieger wäre es gut. So, ja, ich würde sagen, Maurice darf heute von mir gehen. Ansonsten besteht eigentlich keine Möglichkeit, kein Grund, warum irgendwas weggewechselt werden muss. Maurice hat es im letzten Spiel sehr gut gemacht, im Hinspiel zumindest. Hat seine Tor gehabt, sein Tor gemacht. Williams ist heute im Mittelpunkt. Denn vier Tore aus den letzten drei Spielen sind eine klare Ansage. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen Sie live bei EA Sports. Na dann auf. Manchester, Old Trafford, Regen. Das sind die Rahmenbedingungen für diese heutige Partie. Herzlich willkommen. Wolfuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir sind zu Gast beim Rückspiel im Halbfinale. Manchester United gegen Athletic Bilbao. Deutlicher Sieg der Gäste im Hinspiel. Und das deutet hier natürlich schon so ein wenig in die Richtung, dass sie erneut auftrumpfen können. Jo. Ja, schauen wir mal, ja, was heute hinbekommen. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Auf der Torhüterposition David de Gea. Casemiro steht mit Marco Verratti im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist zu Spielbeginn Lautaro Martinez. Der Mensch mit so viel auf die Reihe gekriegt hat. Der hat mich mit so viel gebacken bekommen. Na gut, aber ist okay. Ihr nehmt's mit. Und dann geht's los. Hinspiel 5-1, wir wollen ins Finale. Wir wollen unseren ersten Pokalwettbewerb und den wichtigsten. Ich will FIFA 23 gerne mit dem Champions League-Titel abschließen. Und dazu brauchen wir heute zumindest, wenn wir verlieren, nicht allzu hoch. Aber wie gesagt, ich will natürlich gewinnen. Ihr kennt mich. Er zieht ab. Und der Herr. Auswärtszuregelung gibt es nicht. Ecke kommt in die Mitte. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Muniain. Ah, schade. Also United muss heute voll Offensive spielen. Dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Auf dem besten Weg, den alten Torenrekord zu brechen, Wolf. Aktuell, wir sehen es ja immer wieder, ist er nicht aufzuhalten. Ja. 14 hat er, 3 Brauer noch, dann hat er Ronaldo. Habt ihr was mit 17? Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. 3 hat er im Hinspiel versenkt. Wer es heute aber macht, ist mir ja relativ egal. Dani Olmo ist das. Olmo! Erster dicker Warnschuss für United. Durch Dani, für Bilbao durch Olmo. Oh, oh. Ist es Vivian, mit dem den Verteidiger. Kökçü. Schönes Dribbling hier. Die Chance jetzt. So, die Chance jetzt. Das ist eine dicke, gute Chance. Merino. Gute Chance. Oh, dieser Ball. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, und deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Rashford. Verratti. Gelb. Ja, ich glaube, das könnte eine Karte nach sich ziehen.
Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Nein, das Hinspiel ist jetzt egal. Wenn sie heute nicht gewinnen, ist es halt so. Der wird kilometerweit vorbeigehen. Viviane wird's gelb. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Gosabel. Da kann er ihn stoppen. Na, ein bisschen zu verspielt. Das sind die nächste Karte. Das haben sie sich, haben wir uns gerade ein bisschen selber zuzuschreiben. Die zweite war unnötig. Das haben wir uns ein bisschen selber, da haben wir ein bisschen zu verspielt reagiert. Da habe ich das ein bisschen zu leicht auf die Schulter genommen. Spielt den Ball kurz. Kökçü. Gut verteidigt. Williams. 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 Ach! Ein Tor wäre jetzt genial. Dann hätten wir zumindest ein bisschen Ruhe. Ich werde jetzt die beiden Wechsel ziehen. Ja, ist jetzt schon ein bisschen blöde für die Leute, aber Dunja, bevor ich da jetzt gebe, bevor die mir im Finale ausfallen. Deswegen jetzt die Doppelwechsel, der Doppelwechsel. Es ist nur jetzt einfach sicher, sicher. Die zweite gelbe Karte war unnötig. Die erste, ja, mal war ein Fehler, aber die zweite war ein bisschen unnötig. Anthony. Jetzt Ferrati. Ganz energischer Einsatz. Komm, geh. Ah! Euer Saba. Ball an den langen Pfosten. Der Rea. Fängt er die Flanke ab. Habe ich gesagt, solange es 0-0 steht, ist es hat sich egal. Solange nichts passiert, zumindest nichts, was von United aus sich auf der United-Seite. Williams. Oder einfach mal so machen, noch ein Tor machen. Tor Nummer 15. Zwei braucht er noch. Ja, es ist durchaus verdiente Führung. Hier haben wir nochmal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Der neue Gesamtspielstand hier, 6:1, es geht weiter. Wie gesagt, City sehr hoch ausgeschaltet, Chelsea sehr hoch ausgeschaltet. United sieht momentan genauso aus. Also die drei englischen Teams haben wir bisher raus. Komm, der ist für uns. Merino. Das ist Williams. Ah, Nunez. Martinez, was? Dani Olmo. Die Chance hier. Und der Rea verhindert. Noch was. Also Pause, 0-1. Es ist Pause, liebe Zuschauer. Das war die erste Hälfte hier aus Old Trafford. Durch Williams. Der mit seinem 15. Champions-League-Tor. Und ist das verdient? United muss sich was einfallen lassen. Die brauchen heute, die brauchen mindestens jetzt 5. Die 5, die wir haben. Ja, gut, okay. Rashford versucht beim Trick. Und das ist der Ballverlust. Die Fans ahnen, das ist vielleicht. 1-1. Wieder ein blöder Fehler da hinten, das ist Kökçü, der es macht. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen. Eigentlich schon alles im Griff. Wie sie ihr Spiel aufziehen. So, damit braucht United noch 4. Er steht nun insgesamt 6:2, weiter geht's. Ja, aber. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Das ist übrigens nicht Lautaro Martinez hier hinten, das ist Lisandro, heißt er. Jetzt können sie kontern. Vorteil für Manchester United. Rashford. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir die nächste Karte sehen. Alvarez.
geht es in der La Liga Santander weiter für Levante. Dann geht es zu Hause gegen Levante. Da sollten sie dabei sein. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Klasse gehalten von De Gea. Dani Olmo. Er spielt steil. So, Bilbao macht es mal kurz eben, kurz und schmerzlos, 2-1, damit 7-2, wieder plus 5. Und ich denke mal, so ziemlich, dass es dann irgendwann mal das war. Das in der Gruppenphase schon hier gewonnen, jetzt schon wieder. Also die englischen Teams liegen. Ich weiß gar nicht, wer der letzte Gegner wäre. Ich habe das blöde Gefühl, dass es real ist. Und wenn ich die schon wieder verliere gegen jeden Wettbewerb. Habe ich jetzt irgendwas Gelbiges gesehen? Nee, ne? Nö. Okay. Rashford. Ich habe ja schon. Rashford. Davis. Nunez. Davis. Jetzt kommt die Flanke. Oh, das ist eine gute Chance jetzt. Jetzt weit, weit vorbei. So geht da jetzt raus. Ich weiß, immer Rashford? Gut, aber den muss er machen. Aydin? Für Sancho. Olmo, Olmo, 3-1, jetzt ist es wahrscheinlich durch, 8-2, 6 Tore schießt die United nicht in 20 Minuten, da bin ich mir ziemlich sicher, ich meine bei FIFA, wir haben schon einige gesehen, aber ich glaube ja weniger. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an, erst zieht er an seinem Mann vorbei, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung, ja in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. 3-1 heißt es also jetzt. Davis. Zieht ab. Der geht genau auf den Torhüter. Ich denke, wie gesagt, mit jeder Minute, die er verstreicht. Dani Olmo. Auf außen sind die Räume da für Oyarzabal. Da ist die Chance für Dani Olmo. Olmo, 1-4, und das ist dann jetzt mal definitiv die Entscheidung. Und wir setzen uns auch gegen den dritten englischen Vertreter in Folge sowas von souverän aus. Wie gesagt, die liegen uns. Momentan haben wir das Problem in der Liga. Aber der Champions League geben wir uns keine Blöße. 4-1 jetzt also. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Gute Aktion. Der Ball geht. Oh, Williams. Der will ja mindestens noch eines heute hier machen. Der will ja heute mindestens eins noch machen. Und die letzten 10 Minuten sind. Weil er will den Rekord haben. Und dazu braucht er heute Minimum bereit zu sein. Ja, was heißt er gleich? Selbst wenn der jetzt reingegangen wäre, wäre es auch egal gewesen, wäre es 2-4 geworden. Was übrigens auch das Lieblingsergebnis im Rückspiel wäre. Dani Olmo. Sie spielen steil, gefährlich. Pass wird abgefangen. Weil wir haben City zweimal ja sogar mit 4-2 geschlagen. Chelsea im Rückspiel ebenfalls 4-2. Das Martinez. Viel Übersicht bei diesem Pass. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen, und er hat ihn. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht noch einen Fehler zwinge, aber nein. Williams trifft nicht. Ich bin also das dritte Mal in Folge 4 Tore. Im Rückspiel. Deutlich mit 9-2 gegen United. Also wie gesagt, in der League, hier in der Champions League läuft. Da rollen wir sie gerade nach und nach. Ja, gucken wir der Gegner jetzt im Finale. Bitte nicht schon wieder Real. Könnt ihr mit dem Tor, damit mit dem Ausgleich, aber wie gesagt, hier ist es safe durch.
So, gucken wir mal auf die anderen Ergebnisse. Und es ist... Na komm, gib mir mal ein Ergebnis. Ach nee, Real ist ja raus. PSG oder Roma? Dann lieber bitte Roma. Aber PSG haben wir damals mit Bilbao, mit Bayreuth geschlagen. So, gucken wir mal gerade kurz. 12,5 Millionen kriegen wir dafür. So, ich guck mal gerade, gegen wen wir es jetzt spielen dürfen. Levante ist unser nächster Gegner. Es ist Paris. Ja, es dreht schließlich mehr oder weniger einen Kreis. Wie gesagt, mit Bayreuth haben wir Paris auch im Finale gestanden. Damals 3-2. Mal gucken. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns im nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Match gegen UD Levante.